Sie stammt von Studenten des dritten Fachsemesters an der TU Berlin. Basierend auf Angaben der Hersteller. Weder werden darin die mangelnde Schaltfestigkeit von Energiesparlampen berücksichtigt, noch der höhere Aufwand für ihre Fertigung. Auch verlieren die Studenten kein Wort über den sogenannten Wärmeersatzeffekt. Glühbirnen leuchten vor allem in der dunklen, kalten Jahreszeit. Dann tragen sie mit zum Heizen der Räume bei. Ein messbarer Effekt. Die tatsächliche CO2-Einsparung durch Energiesparlampen schrumpft weiter zusammen. Zudem wird behauptet, ihr massiver Einsatz reduziere die Kohleverstromung. Denn auch dabei wird Quecksilber freigesetzt. Doch führt weniger Stromverbrauch durch Energiesparlampen überhaupt dazu, dass Kohlekraftwerke abgeschaltet werden? Diese Hoffnung vieler Umweltschützer dämpft Thomas Schäfer vom Stromversorger Vattenfall. Der lebt davon, möglichst viel Strom zu verkaufen. Doch in welchen Kraftwerken der produziert wird, entscheidet der Markt. An der deutschen Börse, wenn Sie sich das anschauen, da sind die Kohlekraftwerke heute wirklich im Bereich der Grundlastkraftwerke. Das heißt, wenn wir von der Leistungsspitze reden, die wir dann einsenken würden, dann wären nicht diese Kraftwerke betroffen, sondern dann wären es wahrscheinlich Gas- oder Ölkraftwerke, also dann wirklich Spitzenlastkraftwerke, die da eingespart würden. Umweltschädliche, quecksilberhaltige Kohle wird weiter verstromt. Doch Uwe Rosenbohm gibt nicht auf. Der Elektroinstallateur will heute eine Glühbirnenfestung auf Norderney stürmen und von der guten Sache überzeugen. Arbeitsbesuch im Old Smuggler, einem gemütlichen Lokal, in dem weiter Glühbirnen brennen sollen. Ich habe Sie mal ein bisschen mitgebracht. Ja, grüß dich erstmal. Ja. Wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen. Ne? Energiesparleuchten unterhalten. Ja. Der Wirt wehrt sich hartnäckig. Er will weiter dimmen, braucht warmes Licht. Warum ist Dimmen für Sie so wichtig? Ja, Dimmen ist so wichtig, wenn das Abendbrotgeschäft gelaufen ist und sind noch Gäste da und schon mal Kerzenlicht und vielleicht eine Flasche Wein. Es ist einfach gemütlicher, wenn man so ein schönes warmes Licht hat. Leute fühlen sich wohler und manchmal bleiben sie auch länger. Diesmal hat Rosenbohm etwas dabei, was ganz vertraut aussieht und trotzdem Energie spart. Die hat jetzt statt der 60 Watt hat die 42 Watt, also 30% Energieeinsparung. Mhm. Hat einen anderen Kolben da drin, arbeitet dann eben im Hochvolt-Halogenbereich und hat natürlich, ist auch dimmbar. Ja. Das ist eine zweite Type. Skeptischer Blick, Interesse geweckt. Wirkt im ersten Moment ein bisschen blendend, hat aber 43 Watt, 42,9. Ja. Ne? Ist schon ein Unterschied. Ist ein Unterschied. Ja. 30% Einsparung und ist genauso hell. Wenn wir jetzt mal beide nebeneinander. Sind identisch. Und von der Form her wird das ja auch passen. Das ist ja kein Lust. In die vorhandenen Leuchtmittel rein. Ja. Ne? Wir können die gerne hier mal reinbringen. Ja. Soll ich mal reinkommen? Aber wie gesagt, das ist jetzt eine 25. Von dem her müsste das an die Form auch sein. Ja. Oh, ist heiß. Ja, ich kann gut heiß anpassen. Ja, wir können heiße Pfannen. Rosenbohm hat's geschafft. Sparen und dimmen. Der Wirt ist begeistert. Wobei die jetzt noch ein bisschen heller ist als diese 25er. Die müsste man einmal ein bisschen runterdimmen. Ja? Was der Wirt nicht weiß, auch diese Halogenglühlampe wird die EU verbieten. Hamburg. In diesem Luxushotel, außen Baustelle, innen renoviert, geht es um die richtige Stimmung für die Gäste. Ein Job für Lichtdesigner. Katja Winkelmann will mit ihrem Lichtkonzept auch die Umwelt schonen, aber die Stimmung erhalten. Sie arbeitet überwiegend mit Halogenlampen. Ihr Verbot hält sie schlicht für Schwachsinn. Das bedeutet natürlich, dass alle diese Leuchten, diese Kronleuchterartigen Leuchten oder Leuchten, in denen das Leuchtmittel sichtbar ist, im Grunde gar nicht mehr verwendet werden können, weil man in die dann entsprechend eine Kompaktleuchtstofflampe einsetzen müsste. Die Halogenglühlampe, meint Katja Winkelmann, müsse bleiben.
Denn nur sie sei ein guter Ersatz für die alte Glühbirne. Wir sind nicht prinzipiell gegen Energiesparlampen. Im professionellen Bereich macht das auch durchaus Sinn. Also es gibt sehr effiziente Leuchtmittel. Die haben aber in den meisten Fällen oder eigentlich in allen Fällen das Vorschaltgerät in der Leuchte. Also in dem Leuchtenkörper ist das Vorschaltgerät integriert. Das Problem ist diese Energiesparlampe als Ersatz für die Glühlampe mit dem im Sockel integrierten Vorschaltgerät. Weil jedes Mal, wenn ich sie entsorge, schmeiße ich den Sockel, die Elektronikbauteile des Sockels mit in den Müll. Das heißt, es wird jedes Mal eine neue Lampe mit einem neuen Vorschaltgerät produziert und am Ende der Lebensdauer wieder weggeschmissen. Für die Lichtexpertin ist das Glühbirnenverbot lediglich ein Konjunkturprogramm für Lampenhersteller. Dabei sei noch nicht mal erforscht, welche Folgen es haben kann, wenn man sich nur noch unter Leuchtstofflampenlicht aufhält. Das hat nämlich eine ganz andere Qualität. So, ich zeige Ihnen jetzt einmal die unterschiedlichen Farbspektren der unterschiedlichen Lampen. Fangen wir mal an mit der Glühlampe. Das hier ist das Spektrum der Glühlampe, der Standardglühlampe. Da sieht man eigentlich, dass alle Farben vorhanden sind. Also sie hat im Grunde eine Farbwiedergabe von 100%, hat einen etwas erhöhten Gelb-Rot-Anteil, aber die Farbwiedergabe ist im Grunde korrekt. Ähnlich ist es bei der Halogenlampe, die wir hier sehen, ähnliches Spektrum. Auch Farbwiedergabe 100%. Und dann haben wir hier die Kompaktleuchtstofflampe oder auch Energiesparlampe genannt. Und da sieht man hier in dem Spektrum, dass da entsprechend nur einige Farben vorhanden sind, also viele Lücken. Einige Farben werden gar nicht ausgesendet. Zum Beispiel ein Bild mit bestimmten Rottönen sieht anders aus, als es der Künstler vielleicht gedacht hat. Oder ein Pullover, der in Wirklichkeit braun ist, erscheint unter dem Licht, weil ein bestimmter Farbanteil fehlt, zum Beispiel grün. Das Glühbirnenverbot der EU geht der Lichtdesignerin viel zu weit. Ihr Albtraum? Über dem gemütlich eingerichteten Tisch hängt dann eine Pendelleuchte und da guckt eine 15 cm lange Kompaktleuchtstofflampe oder Energiesparlampe raus. Die ist auch nicht gedimmt, weil sie ja nicht dimmbar ist, sondern die leuchtet dann da so. Und das ist total unangenehm und ungemütlich und niemand will darunter sitzen. Und das ist das, was wir nicht wollen, sondern wir wollen gerne die Glühlampe ersetzen vielleicht, aber dann bitte durch ein Leuchtmittel, was eben die gleichen Qualitäten aufweist, wie die Halogenlampe zum Beispiel. Also ich entscheide nicht darüber, was gutes Licht ist. Das können Sie von mir aus für sich entscheiden, ich tue das nicht. Ich empfinde meine Energiesparlampen nicht als schlechtes Licht. Mich würde mal interessieren, wie viel Prozent der Menschen in Deutschland Glühlampen horten. Ich kenne das Argument, das ist ein Minderheitenproblem, das ist überhaupt kein Problem. Wie viele Menschen in Deutschland Glühbirnen horten, können wir nicht sagen. Allerdings, ihr Absatz stieg bereits im ersten Halbjahr 2009 um 34% gegenüber dem Vorjahr an. Das sind die Zahlen der Gesellschaft für Konsumforschung. Uns berichten Händler von zunehmenden Hamsterkäufen. Diese Baumarktkette hat sich daher bevorratet. Was halten Sie vom Glühlampenverbot? Ja, was halte ich davon? Also ich finde es nicht gut oder ehrlich gesagt ein bisschen schwachsinnig, weil die Energiesparlampen sind zwar vielleicht vom Verbraucher günstiger, weil wenn die halt entsorgt werden, die ganze Elektronik wird mit weggeschmissen. Das ist halt dementsprechend Sondermüll, der produziert wird. Und insofern finde ich die alte normale klassische Lampe an und für sich ein bisschen umweltfreundlich. Ich finde, dass die Energiesparbirnen jetzt kein schönes Licht haben, ein sehr kaltes Licht. Und ich habe zum Beispiel auch einen schönen alten Kronleuchter zu Hause und der sieht sehr doof aus mit jetzt Energiesparbirnen. Der sieht besser aus mit den herkömmlichen Glühlampen. Zum Teil geht das zulasten des stimmungsvollen Lichtes. Und ich denke mir, ab und zu möchte man auch noch mal eine Glühlampe dann haben. Also da, wo es lange an ist, ist eine Energiesparlampe gut, aber wie gesagt, wo man sie nur mal schnell braucht und dann nur ab und zu, ist das Schwachsinn. Selbst wenn Sie eine Energiesparleuchte in dem Dauerbetrieb haben, wir haben also eine Leuchte, die nachts vor dem Haus ständig an ist, die hält also vielleicht 3 Monate und dann ist sie hin. Und die wird nicht ständig ein- und ausgeschaltet. Und wenn sie hin ist und man ganz genau hinguckt, fällt eines auf. Energiesparlampen legen lange Wege zurück. Glühbirnen werden in Europa produziert, Energiesparlampen meist in China.
Zurück auf Norderney. Hier geht der Modellversuch unbeirrt weiter. Doch viele Urlauber und Einheimische wollen sich partout nicht erziehen lassen. Das ist nicht das hundertprozentige, also es müsste noch ein kleines bisschen besser werden. Ich bin für Energiesparlampen, das ist ganz klar, hundertprozentig. Aber sie müssen auch eine gewisse Wärme und Behaglichkeit ausströmen. Und wenn das nicht der Fall ist, kaufe ich sie erst nicht. Demnächst werde ich noch ein paar andere Orten, dann habe ich noch was für zwei, drei Jahre und dann sind wir wieder zufrieden. Das funktioniert nicht, die passen manchmal in die Fassung nicht rein und manchmal sind sie auch gleich kaputt. Und also ich sehe da keinen großen Vorteil. Wenn die energiesparenden Lampen so viele Vorteile haben, dann kommt irgendwann der Bürger selber drauf, wenn er Energie einsparen kann. Aber muss sich natürlich auch ein Portemonnaie widerspiegeln. Aber das sieht er nirgendwo, dass sich was im Portemonnaie widerspiegelt. Sondern letzten Endes dient es nur eines ganz bestimmten Industriezweigs. Der Bürger hat in der Kasse sicherlich nichts davon. Die Norderneyer Händler füllen ihre Regale dennoch weiter mit Energiesparlampen auf. Allerdings verzichten sie nicht, wie ursprünglich geplant, völlig auf Glühbirnen. Obwohl sich Philips das eigentlich so erhofft hatte. Philips hätte schon ganz gerne, dass wir gar keine Glühbirnen mehr verkaufen letztlich. Aber wir haben uns auf ein Minimum letztlich nur noch beschränkt, weil es auch Firmen gibt, größere Discounter, die mit genau dem Gegenslogan werben. Letztlich lieber zugreifen, bevor das Licht ausgeht. Und das heißt, wenn der Kunde jetzt dann nicht die eine Birne bei mir kauft, dann kauft er sie eben woanders. Auch auf Norderney herrscht Marktwirtschaft. Und in seinem Hotel schätzt Architekt Alt Wessels gemütliches Licht. Wir haben hier eine Wohnraumbeleuchtung mit Glühbirnen. Die Glühbirnen sind dimmbar, sodass man eine schöne Wohnatmosphäre damit erreichen kann. Und dann haben wir hier noch mal im Bettbereich Leseleuchten, auch ebenfalls dimmbar. Das sind Halogenleuchtmittel und die Halogenleuchtmittel dienen dann für den Gast als Leseleuchte. Alt Wessels hat auch Energiesparlampen ausprobiert und schnell wieder aussortiert. So im Wohnbereich, da denke ich mal, ist man mit Glühlampenlicht oder eben auch dem Halogenlicht doch sehr gut bedient. Und ich habe also bisher noch keine Energiesparleuchte gefunden, die eine entsprechende Lichtfarbe bietet. Man muss abwägen dann für ein Für und Wider. Und ich denke mal, irgendwo steht der Mensch natürlich auch noch mal im Mittelpunkt der ganzen Sache. Und wenn der sich nicht mehr wohlfühlt, dann ist schon mal das Ziel eigentlich nicht so erreicht. Noch aber hoffen die Kämpfer für ein glühbirnenfreies Norderney. Bis zu 40% Rabatt gibt es für jede Energiesparlampe. Und jede aussortierte heile Glühbirne bringt zusätzlich 1 Euro. Sind 80% aller Glühbirnen von der Insel verschwunden, wechselt der Turm seine Farbe. Von grüner Hoffnung auf blau. Symbol Norderneys und des Elektrokonzerns, der das Projekt sponsert.